Große Stadt, ey, 17.000 Einwohner, wunderbar. Wasseraufbereitungsanlage, Krematorium. Geil, apropos Wasser, ich war gerade bei Wasser machen. 17.000 Einwohner, das war ja unser großes Ziel, sag ich mal. Und jetzt müssten die Stromprobleme da hinten auch aufhören. Ja, sie hören auf. Dankeschön. Apropos Stromprobleme. Die haben immer noch kein Öl. Mann. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Und was weißt du? Hier kackt alles voll ab. Wobei, nee. Ja doch, hier kackt alles voll ab. Und wir haben hier unten mittlere Nachfrage nach Industrie. Wie kann das sein? Schreibt es in die Kommentare. Bitte, wie kann sowas passieren? Ich weiß es nicht. Und wir haben wieder unendlich viel Budget. 299.000, 300.000, jetzt fast. 15.000 plus machen wir in der Woche. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Geld alles herkommt. Was wollte ich gerade machen? Genau. Wir haben jetzt neue Sachen freigeschaltet. Vor allen Dingen, was das Abwasser anbelangt. So, jetzt können wir hier nämlich mal eine Wasseraufbereitungsanlage. Die verschmutzt nämlich die ganze Kacke nicht so. Nee, mit der Kacke verschmutzen. So rum ist es richtig. Aber die verschmutzt die Gewässer nicht so. Im Gegensatz zu diesen Abflussrohren, mit der wir... Es ist cooler. Abflussrohre, Abwasserrohre sind cooler. Es sieht cooler aus, wenn Scheiße in die Flüsse reinläuft, oder? Als so ein Ding. Was ist aber... Es sieht cooler aus, wenn so Schlamm in die Flüsse kommt, oder? Ja, aber egal. Gut. Wir sind natürlich umweltfreundlich und so weiter und so fort. Außerdem sind die Dinger ja auch effizienter, glaube ich. Ne? Immer so eine Ausrede. Ja, die Effizienz ist höher. Da hinten brennt was. Wir brauchen offensichtlich mehr Feuerwehrschutz oder whatever. Weg. Damit steht hier auch irgendwas über die Effizienz. Genau. 120.000 Kubikmeter pro Woche. 16.000. Das heißt, es ist nicht ganz doppelt so viel, aber wenn wir hier was dran setzen, dann sollte es keinen stören, aber wir reißen die Dinger hier erstmal komplett weg. Wir haben jetzt Kohle. Und jetzt können wir direkt am Rad drehen, wo wir 300.000 haben. Nee, aber packen wir die mal daran, weil umweltschonender, ihr wisst Bescheid, ne? So, können wir vielleicht mal eben kurz die Rohre da wegmachen, weil die braucht man nämlich jetzt nicht mehr. Und dann können wir die hier nämlich frei platzieren. So, da hinten vielleicht auch nochmal. Da passt gar keins mehr hin. Aber warte mal, 103 mal 3. Weil wir hatten ja drei von diesen Dingern, glaube ich, ne? 3 mal 120 sind 36.000. Und 2 mal 16.000 sind 34.000, oder? War das richtig? 32.000. Ups. Vielleicht nicht. Gut, dann setzen wir das Ding hier einfach noch dahin, weil es reicht nicht ganz aus zum Ausgleich. Und dann, ja. Machen wir da das Wasserrohr nochmal eben weg. Und setzen neue Wasserrohre daran. So, die hier sind schon angeschlossen. Nehme ich mal an und wir probieren einfach mal, ob das sich so an das Stromnetzwerk angliedert, anschließt. Ihr wisst, was ich meine. Und es sieht fast so aus. Und es funktioniert tatsächlich und Abwasserklärung, bam, da oben, links. Und Wasserverfügbarkeit können wir vielleicht auch nochmal erhöhen. Wasserturm bin ich gar kein so großer Fan von, weil ich finde, dass das mit Rohren einfach geiler ist, so. Und wir haben damit dann tatsächlich schon die höchste Stufe, was die Wasserversorgung anbelangt, erreicht. Das gefällt mir so nicht. Ich möchte das gerne näher daran haben. So. So. Okay. Dann verbinden wir das noch eben kurz mit einem Rohr. Und die Wasserverfügbarkeit geht ab. Abgehen.
So, wie sieht es mit dem Strom aus? Das braucht man nicht mehr. Und das brauchen wir fast nicht mehr. Glaube ich. Oder? Brauchen wir das nicht? Geil. Geil. Cool. Aber ich glaube, wir müssen, wenn wir irgendwas so in diese Richtung wegmachen, müssen wir da nochmal nachziehen. Diesen Dingern. Auch hier jetzt nochmal, glaube ich, weil wir da jetzt gerade was weggemacht haben an Stromdingern. Ich weiß es nicht genau, ich mache es einfach mal zur Sicherheit. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Gut, was haben wir für Nachfrage? Ich verstehe nicht, warum wir Nachfrage nach Industriegebieten haben, wenn uns da die Arbeiter fehlen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht weiß da ja einer von euch Antworten drauf, beziehungsweise wie wir die wegkriegen. Ich weiß es nicht. Und die einen da, weißt du, wir haben keinen Stau. Wir haben, okay, wir haben doch noch Stau. Sehe ich da gerade unten rechts, wir haben doch noch Stau. Und jetzt haben, ach du Scheiße. Ach. Okay. Ach du heilige Scheiße. Okay, okay, okay. Der Kreisverkehr erfüllt offensichtlich nicht mehr seinen vollen Nutzen. Ich bin sprachlos. Sprachlos darüber, dass wir dieses Ding jetzt wieder abreißen müssen. Ich weiß, es hat seine Zeit gut funktioniert, aber jetzt nicht mehr. Und das war's dann auch mit dem Kreisverkehr. Gut, erstmal ziehen wir hier die Straßen wieder lang. Waren das Autobahnen? Das waren keine Autobahnen, oder? Es waren tatsächlich Autobahnen. Okay, es waren Autobahnen. Es waren Autobahnen. Und warum funktioniert das nicht? Wegen der Brücke. Okay. Die reißen wir weg. Und bauen dann hier die Autobahn lang. So, hätten wir das auch wieder. Alles wieder beim Alten. Und jetzt brauchen wir nur noch die Brücke da wieder ranziehen. Ich glaube, das wird sich als schwieriger gestalten, als ich mir das vorstelle. Vielleicht erstmal bis zur Mitte. Hör doch mal auf. Oh mein Gott. Oh Mann. Geh doch einfach hier dran. Okay. Ich habe gerade festgestellt, wir brauchen die Brücke gar nicht. Wir brauchen die Brücke nicht. Ich sag jetzt einfach, wir brauchen die Brücke nicht. Fertig. Verbindung zwischen den beiden. Das altbekannte Modell. Und das gibt jetzt auch keinen Stau. Bestimme ich jetzt. Ich möchte da keinen Stau haben. Es wird trotzdem Stau werden, aber gut. Ich glaube, wir machen einfach Folgendes. Warte mal. Eine Autobahn finde ich ist nicht unbedingt das beste Mittel, um da was zu machen. Ich würde sagen, wir machen einfach Folgendes. Wir machen das zweispurig. Da geht's offensichtlich nicht, weil hier eine Straße ist. Das heißt, wir machen das so. So und so. Wieso geht das denn nicht? Okay. Ich
was mit der Kreuzung hier zu tun. Wir machen das also so. Und so. Dann eben nicht so gut. Tut mir leid, wenn ich gerade mal ein bisschen weniger sage, aber ich bin gerade konzentriert, beziehungsweise versuche ich es zu sein. Was ist denn, wenn wir das so probieren, dass wir so einen Übergang hierüber machen? Funktioniert auch nicht. Gut. Weil, weißt du was? Oh, das ist so... Uiuiui. Okay. Lass mich überlegen. So, und dann... Wir machen Folgendes. Wir machen die komplette Verkehrsstruktur hier in der Mitte. Machen wir einfach... Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, aber egal. So. Das machen wir weg. Und das machen wir auch weg. So, wir führen die beiden Autobahnen jetzt einfach zusammen, indem wir Folgendes machen. Wir schließen hier dran etwas. Das zieht sich bis da hinten durch. Oder vielleicht auch erstmal bis hier. Und schließen diese Autobahn dann schlicht und einfach so daran an. Warum geht das denn nicht? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Und so. Das sieht jetzt zwar auf Deutsch gesagt derbe beschissen aus, aber ist das euer Scheiß Ernst? Aber es könnte, glaube ich, funktionieren. Gut, von mir aus, wenn ihr euch das kompliziert machen möchtet, dann macht es euch doch kompliziert. Ist mir jetzt egal. Wir bauen dann die Straße da hinten noch so ein bisschen weiter. So, damit wir hier eine anständige Connection dran haben. Das funktioniert immer noch nicht, wieso auch immer. Dass wir hier aus zwei Straßen nämlich eine Straße machen und uns damit ein bisschen das Leben erleichtern. Hoffentlich. Machen wir hier die Ampeln weg.
Und dann werden wir sehen, ob es funktioniert. Und ich habe gerade noch eine Idee. Ich hoffe, sie ist nicht scheiße. So. Wir probieren diese Lösung hier einfach mal aus. Mal sehen, ob sie funktioniert. Mal sehen, ob es irgendeiner verwendet. Ich bin gespannt. Darüber hinaus werden wir aber auch noch... eine Autobahnabfahrt bauen. Warum funktioniert das denn hier jetzt nicht? So. Die schlicht und ergreifend hierüber führt und dann hierüber. Und dann hier einen Bogen rüber macht. Und dann hier entlang führt und schließlich hier rein wird. So. Und jetzt mal sehen, wie das ankommt. Dann eventuell auch noch eine Abfahrt hier runter, wobei ich nicht denke, dass das besonders gut funktionieren wird. Mal sehen. Im Moment werden die Ausfahrten noch nicht so krass benutzt. Vielleicht ändert sich das ja noch. Das könnte ich mir nämlich vorstellen. Und zwar könnten wir vielleicht hier standardmäßig ab hier dann aus dieser Straße so eine machen. Daraus dann sowas machen.